So, liebe Leute, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GDI Nachholmission. Allerletzte Mission, Leute. Und ja, wir haben beim letzten Mal tatsächlich hier die vorletzte Mission auch beendet und hier den Anfang gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt halt einfach mal weiter. Wir waren uns dabei am Aufzubauen. Und die Manneken sind zum Glück festgebackt. Das ist schon mal ganz gut. Ja, genau. Und kann ich da... Nee, kann ich nicht. Und genau, der Gegner, der wollte sich hier aufbauen. Das heißt, er wollte hier einen Obelisken hinbauen. Hat er allerdings nicht geschafft. Dadurch, dass wir hier unsere Sandsack-Barrieren hingestellt haben. Das heißt, liebe Leute, so, dann... Dann macht ihr mal bitte diese Raketenwenigen weg. Genau. Und du kannst bitte diese Kaserne da platt machen. Genau, dann will ich jetzt nämlich diese Kaserne platt machen, tatsächlich. Und wenn die kaputt ist... Genau, macht die alle platt. Sehr gut, Leute. Sehr schön. Alles klar. Dann bitte die Kaserne weiter platt machen, weil dann werde ich dem jetzt nämlich zumauern gleich. Zumauern werde ich ihn. Und kabam. So, Leute, sehr gut. Dann würde ich sagen, muss ich den Tower noch ein Stückchen hier nach links setzen. Ah, jetzt kommt er mit den 5 Invasoren da. Seht ihr das, Leute, diesen Hubschrauber? Mit den 5 Medicen, jawohl. Und, genau. Dann, einmal hier. Und der hat keine Chance, so. Oh, wamm, sehr schön. Und der kann jetzt die Energie da platt machen. Sehr schön, alles klar. Dann kann ich den jetzt nämlich auch da... Oh, Mist, was ist denn hier los? Warum? Ah, wegen dem Sammler, okay. Warum habe ich auf einmal keine Kohle mehr, ey? So. Oh, Mist. Wartet mal. Der Turm, der macht immer die... Was ist das für ein Teamwork? Raketenturm. So. Mach das jetzt kaputt. Aber Treffen muss gelernt sein. Echt so. Alles klar. Alles klar, Leute. Dann kann ich diesen hier verkaufen. Und haut einfach ab. Sehr gut. Dann würde ich nämlich sagen, baue ich mir noch eine dritte Raffinerie. Beziehungsweise einen dritten Sammler. Ich habe ja bis jetzt nur eine Raffinerie. Und genau, dann werde ich mir jetzt gleich hier oben dieses Tiberiumfeld sichern, Leute. So. So, dann macht ihr den mal kaputt da. Macht den kriegst du kaputt, ne? Ja, sehr gut. Okay. Alles klar, zack. Und der Sammler kann sich jetzt dann bitte hier oben dieses nächste Tiberiumfeld sichern. So, hier unten die Gefahr, die haben wir jetzt erstmal gebannt. Und da würde ich sagen, baue ich mir, denke, kann ich jetzt echt dran denken, mich aufzubauen. Okay, Waffenfabrik, liebe Leute. Und ja, würde ich sagen, mache ich mit denen hier die Flagge marsch. Und es geht hier tatsächlich darum, auf dieser Karte Schritt für Schritt sich hier die Tiberiumfelder zu sichern. Weil es ist tatsächlich, ihr seht, ziemlich begrenzt. Auch das hier. Und ja, da müssen wir einfach entgegenwirken. Dann schießt da drauf da los. So. Lauf einfach durchs Tiberium durch. Das ist, ist nicht so schlimm. So, gemeinsam kriegt ihr das platt. So, Leute, dann. Waffenfabrik. Oh, das ist. Wartet mal. Das ist jetzt gerade blöd gelaufen, ey. Scheiße. Das ist gerade doof gelaufen. Ja, da muss ich halt gucken, dass ich den Turm da jetzt so wegkriege. So, das ist nämlich die erste Hauptbasis vom Gegner. Und ich weiß nicht, ob der den Turm halt immer wieder nachbaut jetzt. So, ah, mach den kaputt. So, sehr schön, Leute. Ja, dann würde ich sagen, setze ich die Verteidigungstürme auch nochmal um. Ja, genau.
um einfach hier ein bisschen mehr Platz zu haben, auch in der Basis. Und genau, liebe Leute, dann würde ich sagen, freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt zum Command & Conquer Remaster. letzte Variante, sag ich mal, einer finalen Mission von der GDI. Und genau. Gut, Leute, ja, nach wie vor an diesem Sonntagabend. Sonntagabend. Ich sag immer Sonntagabend. Samstagabend, ja, Leute. Und genau, es ist hat sich deutlich abgekühlt, das Wetter finde ich aber auch gut, weil naja, wer will schon hier die ganze Zeit mitten in der Hitzewelle aufnehmen, ne? Es ist gerade echt ein bisschen Mist. Das war ein bisschen Mist in der letzten Woche. Beziehungsweise in der vorletzten Woche. Aber ja, auch das haben wir überlebt. Im Real Life überleben wir genau wie hier auch. Schaffen wir alles. Alles schaffbar. Und da würde ich sagen, erkunde ich mal jetzt mit dem. So, ich kann Mammuts bauen. So, da sehen wir auch schon, der hat noch einen Turm da. Das können die Manneken platt machen. Orcas werde ich hier... Ja, soll ich Orcas bauen? Ich denke mal schon, dass ich hier Orcas bauen könnte. Weil die Flachs, die sind jetzt hier nicht so präsent, glaube ich. So, dann macht ihr mal bitte diesen Turm da weg. Dankeschön, Leute. Und, dann würde ich sagen, baue ich mir einen Ionenwerfer. So, dann macht ihr den hier da kaputt. So, und diese Flak hier, dann haben wir nämlich auch schon das nächste Tiberium-Feld gesichert. Fast zumindest. Und wie viele Raketenwerfer habe ich noch? 3 Stück. Okay, das ist sehr gut, Leute. Dann können wir nämlich auch den nächsten Turm da platt machen. So. Und tschüss. Sehr schön. Ha. Alles klar, Leute. Dann macht die Turm platt. Sehr schön. Dann können wir nämlich hier jetzt erstmal ein bisschen aufräumen, tatsächlich. Und ja, da muss ich mir überlegen. Ich werde hier unten dann die Orcas hinbauen, wenn ich sie dann baue. Und, ja, ich glaube jetzt so mittlerweile, da ist noch ein Turm. Der hat hier alles mit Türmen voll gekleistert. So. Wartet mal, bleibt ihr mal bitte hier. Wo ist mein dritter Raketentyp? Scheiße, wo ist mein dritter Raketentyp, Leute? Oh, okay, wir brauchen schon wieder Silos. Okay, das heißt... So. Ionenwerfer lädt auf. Das heißt, ich werde mir dann auch nochmal... Ah, wir können MBF bauen. Einmal Jeep. Und, ihr sammelt euch mal bitte hier hinten. So. Da müsste ich eigentlich nochmal weiter erkunden fahren hier erstmal. Bau einfach mal 5 Mammuts. So, damit wir hier keine Kohle verschwenden. No mercy. Genau, Leute. Mercy is for the weak. Dieser geile Soundtrack. Hallo? Ja, bleibt ihr einfach stehen. Wisst ihr? Bleibt ihr einfach stehen, ey. Ihr seid mir welche, echt. So. Dass die Einheiten nicht mitdenken. Dass die Einheiten so blöd sind und nicht mitdenken können, ey. Es ist so bescheuert, echt. Hallo. So. Na, schaffen wir nicht. Nur weil die Einheiten zu dumm sind, ey. Mein Gott. Nur weil die Kackeinheiten hier zu dumm sind. Ah, toll, danke. Egal, Leute. Der geht hier oben sammeln. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, nehme ich mir aber diese Einheiten und mach den Turm da oben endlich mal weg. So. Gut, liebe Leute, dann. Da würde ich sagen, haben wir schon einiges geschafft tatsächlich. In der letzten und in dieser Folge. Es ist einfach. Ja, diese Mission, man muss einfach sich schnell hier diese Geldreserven krallen.
und möglichst schnell hier Einheiten aufbauen. Das ist eigentlich so der Masterplan für die Mission. So. So, in the name of Kane. Aber wir haben ja hier keinen Kane. Wir haben ja hier nur DJI hier. So. In the name of Kane. Ist ein bisschen unlogisch, Leute. Wir kämpfen nicht für Kane. So, alles klar. Dann haben wir diesen Turm aber auch weg schon. Wunderbar. Und dann müssen wir den eigentlich... Wir müssen dem Gegner eigentlich da oben die... Was machst du da? Das ist Zeitverschwendung, Sammler. Wir müssen dem eigentlich hier oben die Sachen wegklauen. Na? Nicht da unten, sondern da oben. So, wir haben einen Ionenwerfer. Das heißt, ich werde mit dem Ionenwerfer diesen Turm wegmachen. Sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Oh Gott, hat er hier einen Obelisken drin? Hat er! Er hat einen Obelisken drin. Interessant, okay. Dann würde ich sagen, nochmal ein Jeep. Und du, was machst, was hast du vor? Auch da oben hin, ne? Ja, genau, auch da oben hin. Alles klar. Das kann er gerne versuchen. Ist mir scheißegal. So. Dann brauchen wir ja auch eigentlich nur noch Leute in dieser letzten Mission. eigentlich auch nur noch 20 Mammutpanzer. Weil es geht einfach immer. Diese Taktik mit den Mammutpanzern geht einfach immer. Dass wir da einfach über die Gegner drüber rollen. Oh, scheiße. Okay. oh Mann, ich muss tatsächlich da durch, um hier weiter zu... Wartet mal. Hier oben. Ah, dann, nee, okay. Ich muss tatsächlich da durchkommen. Reparatur läuft. Ah, gut. Dann werde ich halt erstmal nicht, zieh den hier rein, los. Zieh den hier rein, der qualmt dir. Oh mein Gott. So. Mach den kaputt. Ach so, sehr gut. Ultor, was ist denn jetzt hier los? Was ist denn hier los? Oh, du Scheiße. So. Okay. Ich habe hier verteidigt. Das ist alles gut. Oh, bam. Bam. Sehr gut. Der konnte sogar schießen. Das ist krass gelaufen. Aber, Leute, wir haben es. Wir haben jetzt tatsächlich hier ein Standbein. Und, ja, das war diese Mission, wo ich noch so ein bisschen Respekt vor hatte damals. Weil... Ja, es ist einfach schwierig, sich hier ein Standbein aufzubauen. Ihr habt es gesehen, Leute. Die letzte Folge, die war überlang. Einfach wegen der Tatsache, dass er sich halt hier aufbauen konnte. Na, und das haben wir jetzt zum Glück unterbunden. Und genau, wir können jetzt einfach auf die Mammutpanzerproduktion abwarten. So, dann greift den mal an. Greif den mal an. Mach mal ein bisschen Stress. Macht mal ein bisschen Stress. So. Ich weiß, der wird die 2E überfahren, aber... Aber sobald ich meine 25 Mammutpanzer habe, wird das passen. Boah, hat der viele Welliken. Mach die mal alle weg. So. So, dann. So. Okay. Zieh die... Genau, Leute, zieh den Sammler... hier in meine Basis rein. Ja klar, das ist doch die Idee. Oh nein. Nicht plattfahren. Schaut mal hier. Ja. Zieh den Sammler schön hier rein. Was für eine geile Taktik. Schaut euch das an. Ach, wie geil. So, wunderbar. Warum bin ich da nicht schon viel früher drauf gekommen? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Jetzt geht's aber ab hier. Oh nein. Okay. Komplette Verteidigung weggeballert, der Penner. So. Das war jetzt ungeplant. Das war jetzt nicht so geplant. Aber wir haben den Sammler weggenommen. Was war das denn?
Oh Mann. Okay, Leute, das heißt, ich muss wieder 2000 Tiberium aufbringen hier fürs Nachbauen der Verteidigung. Oh, mach den kaputt. Oh, bam, danke. Gut, Leute. Und ja. Dann hoffe ich, dass das nach wie vor hier gefällt, das meine Conquer Remaster. Und ja. Wir sind fast am Ende tatsächlich vom Tiberium-Konflikt. Ist nicht mehr viel. Was versucht denn jetzt? Was versucht dann jetzt so? Alles klar, Leute. Der eine Sammler ist von ihm schon mal weg. Echt geil gewesen gerade die Taktik. Warum ist mir das nicht schon viel früher eingefallen? Wartet mal, wo man schützen? Nur einen? Und mit dem werde ich dann den Sammler hier reinziehen. Ja, warum nicht? So. Und weiter kann die Merodmanzer-Produktion gehen. So, Leute. So. Dann auf den Sammler schießen. Und hier reinziehen. Hammer, hammer, geil. So, dann schaue ich das an hier. Und tschüss. Warum habe ich das nicht schon viel früher gemerkt? Das ist so eine geile Taktik, Leute. Wirklich. Mit dem Sammler den platt machen. Das ist so eine geile Taktik. Die Sammler einfach reinziehen. Mit einem Schützen. Das ist so eine geile Taktik, Leute. Wartet mal, wie viele Mammuts habe ich noch? 13. Warum habe ich den Wüstenjäger? Weil ich würde ganz gerne die Karte weiter erkunden. Ich will wissen, was hier Sache ist, Leute. Ich will wissen, was hier Sache ist. So, alles klar. Dann würde ich sagen, rollen wir mal wieder hier durch. Mit dem Jeep. Okay, das heißt, die Basis hier unten ist quasi schon, ja, ungefährlich. Kann ich sagen. Und, die könnte ich ja eigentlich auch mit den Orcas platt machen, ne? Wartet mal. Mist, wartet mal, der hat neue Sammler. Wartet mal. Komm mal, Schütze, komm mal hoch und okay, der eine ist weg, aber der andere, den hole ich mir jetzt. Nein, nicht durchlassen. Oh. Die sind aber auch schnell, ne? Ja, gut, Leute, aber ich werde mir jetzt nach und nach seine Sammler tatsächlich holen. So, und och, so knapp verpasst. Ja gut, egal. Dann werden die zu... Oh, vier Sammler. Dann werden die zurückkommen halt. So. So, komm, 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 komm. Durch da. Und durch da. Und durch. Verdammt. Wie geil, Leute. Schau euch das an. Ist das geil. So, dann mach den kaputt. So. Los, Leute. Und tschüss, wa? Oh, das ist jetzt aber. Ey. Nein, 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 nein. Das bitte nicht machen, Leute. Oh, wir brauchen Silos. Okay. ja. Schieß auf den. Los. Dann fährt jetzt gleich nämlich schön hier durch. So. Sehr gut. Alles klar. Und dann haben wir fast keine Kohle mehr. Scheiße. Was macht der denn schon wieder? Danke, Sammler, für deine Dienste. Wenn du so bescheuert bist. Wow. Ionenwerfer, okay. Mach den Gui-Panzer da platt. So, brauche ich nämlich nochmal einen Schützen. Wobei ich werde den jetzt verpassen. Genau. Wow. Oi, was macht der denn? Versucht er da irgendwas hier zu abzuballern, ne? Ja, Leute, ihr seht, das war's mit der Kohle. Scheiße. Ja, Leute, das war's mit dem Geld, wie gesagt. Weil der Gegner mir auch einiges hier weggeklaut hat. Aber wir haben schon sehr viele Mammuts.
Und ich glaube, dass wir damit zumindest schon mal hier ein bisschen was anrichten können. So, mach bitte diesen Flammenwerfer da weg. Nein, aber nicht so nah. Nicht so nah. Okay. Alles klar, Leute, dann. Da versucht er es wieder, jetzt wieder mit einem Sammler. So. Ei! Wow, das sind aber viele. So, Schütze. Und reinziehen. Und reinziehen. Sehr schön. Alles klar. Dann weiter hier, los. Und hoch. Geil. Das ist eine geile Taktik. Das ist ehrlich eine geile Taktik. So. Ja. Und dann sind wir jetzt tatsächlich in der Situation, wo wir kein Geld mehr haben, weil uns der Gegner alles genommen hat. Sozusagen. Und ja, ich weiß nicht, ob diese Mammutpanzer ausreichen. 15 Stück. Bau mal bitte einen Wüstenjäger. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob diese Mammuts ausreichen. Keine Ahnung, Leute. Der braucht sich doch gar nicht die Mühe zu machen. Dann fahren wir bitte da durch. Ich muss ein bisschen mehr von der Karte sehen, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. So, da kommt er nämlich mit ein paar Einheiten an. Und da muss ich aber gucken. Viele Türme hier tatsächlich. Und mal gucken, ob es hier noch irgendwo mehr Geld gibt. Ach du Scheiße. Ich glaube nicht. So. Und bam. Sehr gut. Okay, das heißt, hier oben ist schon seine Basis. Ich verstehe. Alles klar, dann können wir jetzt zumindest mal hier die Türme nach und nach wegmachen. Und. Ah, uns nach wie vor hier. Ihr braucht euch doch gar nicht die Mühe zu geben, oder? Ja, weil da kommt er wieder mit einem. Haha, da kommt er wieder mit einem. Wobei der eine, der kann da. Wartet mal. Der eine Sammler, der kann da ein bisschen den Scheiß da wegernten. Den da werde ich auch wieder reinziehen. So. Dann zieh den schön hier rein. Haha, sehr gut. Aua. Hey, aber nicht rauslassen. Wow. Boah, schade, Leute. Okay, schade. Dann nehme ich mir jetzt aber den Mammut. Mist. Leute, Mist tatsächlich. Aber wartet mal, ich glaube. Nee, ich habe hier kein Geld mehr. Tatsächlich. Ich habe hier nichts mehr. Ich muss tatsächlich Schritt für Schritt hier durchkämpfen. Aber hier oben ist noch ein Tiberiumfeld. Mach jetzt keine Scheiße. Was versuchst du da bitte? Ja, toll. Okay. Aber einen Mammut kriege ich vielleicht sogar noch fertig. Ja? Vielleicht. Weil das sind ja einige. Das sind schon einige. Ja, schieß nur einmal, ist okay. Pff, Penner. So, und ja, dann müsste ich jetzt gucken, wie ich tatsächlich hier ja jetzt hier noch durchkommen könnte, ne? Aber warte mal. Es reicht leider nicht. Ach, verdammt. Machen wir das so. Ich würde zumindest diesen einen Mammut noch fertig kriegen. So, dann sammelt ihr euch mal bitte da. Team Mammuts, ja. Und dann ist die Folge auch schon voll. Ach, verdammt. Ja, gut, aber beim nächsten Mal können wir vielleicht. Wobei, mir fällt gerade was ein. Haha, sehr gut. Okay. Mir fällt gerade was ein. Der Gegner, der hat einen Nuklearschlag. Weil der hat einen Tempel von Nat hier oben stehen. Oh Mann. Naja, gut, liebe Leute, dann würde ich aber dennoch sagen. Oh, Ionenwerfer, sehr gut.
Mach diesen nächsten Turm dann platt. Genau den. Und liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.